Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Hier neben mir ist der Timo Schad, der Verleger vom TNE-Magazin und gleichzeitig der Veranstalter des Sexy Cars Community-Treffen. Das hoffentlich weltweit größte Elektroauto-Treffen wird jetzt noch größer. Timo, du hast eine ganz bewegende Zeit jetzt hinter dir. In den letzten Wochen sah es richtig kritisch aus. Wer es verfolgt hat in dem Blog von dir, sexycars.de, der wird mitgekriegt haben, der Veranstaltungsort ist plötzlich gekippt. Ne? Ja. Das ist ja genau das, was ein Veranstalter 2 Monate vor dem Termin nicht hören will. Was ist passiert? Ja, wir wähnten uns in trockenen Tüchern. Wegen der Pandemie ist ja jetzt irgendwie alles gerade doch nicht so schlimm. Und von daher dachten wir, jetzt kann uns gar nichts mehr in die Quere kommen. Und dann wurde uns kundgetan, dass die Gebläsehalle mit Geflüchteten gefüllt wird und nicht mit E-Auto-Fans belegt werden kann. Und logischerweise haben wir da auch Verständnis für gehabt, aber andererseits unsere Location war von dann. Und dann haben wir uns halt auf die Suche begeben und das sah zeitweise wirklich nicht gut aus. Ja, das sah nicht gut aus, klingt jetzt schräg, aber wir haben ja eine Lösung oder du hast eine Lösung gefunden, die eigentlich klar macht, es wird eigentlich noch viel besser und größer, als wir es vorher eigentlich vorhatten. Wo ist denn jetzt der neue Ort, wenn es nicht die Gebläsehalle in Ilse ist? Also ganz ehrlich, ich stand da ziemlich an der Seitenlinie und habe einfach nur gezittert. Ich habe paralysiert. Ja? Ich habe zum Glück mit dem Thomas Helmer vor Ort jemanden gehabt, der einfach super vernetzt ist und das ist halt mein Kooperationspartner, der vor Ort halt ja als Eventausstatter einfach ein tolles Netzwerk hatte und zu guter Letzt eben ermöglichte, dass wir jetzt eine Location haben, die noch viel größer ist und noch imposanter als die Gebläsehalle, uns deutlich mehr Spielräume lässt und wir ja letztlich unseren Superlativen, den geplanten, halt dann auch entsprechend Raum bieten können. Okay, ja, das heißt, wo ist es? Raus damit! Es ist die Messe Hannover. Die Messe Hannover, also das ist natürlich ein echtes Fund. Ne? Also wenn man was veranstalten will, wenn man da ist, kann man sagen, man hat es geschafft, oder? Also besser geht ja eigentlich gar nicht mehr. Das schreit natürlich danach, dass, wie man sagen, die Messlatte schon so hoch ist. Das wird ja schwer sein im nächsten Jahr. Ich hoffe, es gibt einen Follow-up zu dem Sexy Cars-Treffen in diesem Jahr. Das nochmal zu erreichen, ist natürlich nicht so einfach. Aber wir wollen jetzt erstmal das diesjährige feiern. Ja. Was heißt das denn jetzt konkret für die Zuschauer, die schon Karten haben für ein Parkticket oder ein Personenticket? Was ist jetzt zu tun? Ja, erstmal grundsätzlich nichts. Also das Einzige, was halt definitiv dann ansteht, ist, sich über die Übernachtung Gedanken zu machen, die möglicherweise in der Nähe von der Gebläsehalle bereits gebucht in einem Hotel von dort aus etwas schwerer zu bespielen ist. Ja. Also man hat halt, keine Ahnung, 30 Kilometer Entfernung kann man natürlich machen, aber vielleicht findet sich ja auch eine Lokalität, dann ein Hotel noch in der Nähe. Wir sprechen aber hoffentlich mal nicht nur von denen, die schon ein Ticket haben. Wir hoffen natürlich, dass jetzt der neue Standort noch mehr Leute anreizt, weil generell wir haben eben auch mehr Parkplätze. Wir haben eine größere Fläche. Vor dem Pavillon 32, den wir da jetzt bespielen dürfen, ist halt so viel Fläche, da könnten halt 18.000 Menschen stehen. Das schaffen wir, oder, liebe Zuschauer? Ich denke auch. Nein. Also wenn in jedes Auto 5 Personen passen, dann brauchen wir gar nicht so viele Autos. Ja, ne? Stimmt. Also natürlich Fahrgemeinschaften zu bilden macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten elektrisch anzureisen, sich ein Parkticket zu holen. Es wird genug Parkfläche da sein, um dann eben auch wie in Ilsede das größte Elektroauto-Treffen hinzukriegen, hoffen wir. Und ihr seid natürlich jetzt aufgerufen, wenn ihr noch kein Ticket hattet, jetzt erst recht. Weil, Timo hat es gesagt, es gibt mehr Ausstellungsfläche, wir werden mehr Messe Stände haben, als wir das bisher schon geplant hatten. Die Bühne, die wir haben werden für das Programm, was vor Ort sein wird, also Vortragsprogramm, Podiumsdiskussion etc., wird größer sein. Also wir drehen an allen Schrauben nochmal nach oben. Ja, wir hatten halt überlegt, so 600-700 Stühle vor der Bühne aufzubauen. Das wird jetzt möglich sein, deutlich mehr. Ja.
dort zu platzieren. Wir werden wahrscheinlich eine riesige LED-Wand aufstellen und halt auch die gesamte Fläche da, Hermesplatz nennt sich das, bespielen damit. Sprich, auch die, die ein bisschen weiter weg, vielleicht bei ihren E-Autos sogar stehen, können dann halt sehen, was ist gerade auf der Bühne los, lohnt es sich nach vorne zu kommen. Ansonsten haben wir natürlich jetzt ja auch schon ein Programm, der Nino wird das sicherlich verlinken, in groben Zügen geplant. Erzähl doch mal so ein paar Highlights. Also ja, das ist natürlich unten in der Infobox, wenn ihr gleich hier guckt, aber sag mal ein paar Highlights, sind ein paar Schmankerl dabei. Ja, das lassen wir zu guter Letzt dann eigentlich noch raus, wer denn da jetzt eigentlich auf der Bühne sein wird. So weit sind wir noch nicht. Aber also thematisch. So Feinschliff kommt noch, aber von den Themen her haben wir meiner Ansicht nach halt relativ gut abgebildet, was jetzt gerade so in der Diskussion ist. Also da geht es zum einen um die große Politik, um Unternehmen, sprich etwas Unternehmen, sich eben zu engagieren. Wir haben auch ja so Einstiegsthemen, wie man halt letztlich als Mobilist sich halt auf elektrisch umstellt, wie das halt funktioniert, was man berücksichtigen muss. Das ist dann im Übrigen auch abgebildet halt auf der, Nino hat es schon erwähnt, auf der Messe. Wir werden halt relativ viele Stände von Unternehmen haben, die sich dort präsentieren und ja für den E-Mobilisten dann halt das Zusätzliche, was man da vielleicht noch so braucht oder seinem Fahrzeug Gutes tun möchte, halt auf dem Gelände zum Anfassen haben. Ja, aber im Zentrum steht natürlich die Community, also der Austausch der E-Mobilisten. Und da haben wir jetzt halt ohne Ende Parkplätze, die relativ dicht beieinander dann eben das gegenseitige Präsentieren des eigenen E-Fahrzeugs und den Austausch am eigenen Fahrzeug möglich machen. Was mich halt auch sehr freut, dass die Firma Tesla halt auch mit Service Rangern und mit Ansprechpartnern vor Ort sein wird, sich auch einbringt. Sogar Tesla ist mit dabei, Leute. Ja, wer will denn da fehlen? Aber an der Stelle vielleicht auch nochmal, also auch wenn wir mit Sexy Cars firmieren, wir sind, ist ja die Abkürzung der Tesla-Modelle, die schon verfügbar sind oder irgendwann mal verfügbar sein werden. Das ist ein E-Auto-Treffen, markenunabhängig und offen für alle. Also wir wünschen uns, dass möglichst viele Leute mit ihrem Elektrofahrzeug kommen. Auch Verbrennerfahrer dürfen kommen, auch solche, die auf die falsche Karte gesetzt haben und jetzt mit einem Wasserstoffauto unterwegs sind. Wir packen die an einer etwas weniger disponierten Stelle, aber es ist grundsätzlich natürlich gewünscht, unsere Community zu erweitern. Also mehr zu werden und letztlich den guten Gedanken, elektromobil zu sein, halt weiterzutragen. Aber, das bilden wir in Teilen des Programms auch ab, es nicht dabei zu belassen. Also wir wollen halt logischerweise Elektromobilität, ich nenne das gerne Einstiegsdroge, halt als Schiene für andere Nachhaltigkeitsaspekte halt auch verwursteln. Und wir haben halt einen Programmpunkt, das Thema Presse, inwiefern letztlich uns über Fake News und ja, tendenziöse Berichterstattung lange weiß gemacht werden sollte, dass Elektromobilität nicht funktioniert. Da haben wir auch ein tolles Podium zusammengestellt, welches dann diskutiert, wie kam es denn jetzt eigentlich zu einem Wandel in den Positionen, weil inzwischen, das gilt ja nicht nur für deine Zuschauer, das Thema Elektromobilität eben breit anerkannt ist und jetzt eben in die Praxis folgt. Und da wollen wir natürlich jetzt an vorderster Linie mitspielen, aber etwas auch erhalten, was unbedingt erhaltenswert ist, nämlich das tolle Gemeinsame, diese Gemeinschaft, die wir sind. Und wir haben uns jetzt zufällig hier vor den Bienen platziert. Nicht, weil wir jetzt ein Volk sind, aber wir sind halt schon irgendwie so eine Truppe von Leuten, die letztlich ja vielfältig zusammengestellt dann an einen Ort fliegen können, nämlich auf die Hannover Messe am 30.07., genau. Um uns zu treffen, auszutauschen. Der E-Mobil-Schwarm, der möge dann anreisen sozusagen. Es gibt ja Sternfahrten, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es wird ein Programm für Kinder geben, es wird Live-Musik geben, es wird was zu essen geben. Und es wird nicht nur Honig. Ja, nicht nur Honig, hier vom Ladepark in Hilden, sondern insgesamt natürlich für alle was dabei sein. Also es wird viel Netzwerken da sein, viel Netzwerk in der Community, aber auch natürlich mit Unternehmen, die sich dort präsentieren. Vor allen Dingen werden viele Influencer da sein, also viele bekannte Menschen aus der Szene der E-Mobilität, die man halt aus den YouTube-Kanälen und anderen Kanälen kennt. Wer also da mal Shake Hands machen will, Meet and Greet und so weiter. Ihr seid alle herzlich willkommen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dann, wenn ihr noch nicht angemeldet wart, jetzt dann anmeldet unten. Und ja,
Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Wir haben ein spannendes Programm. Muss man auch nicht. Und ich freue mich richtig drauf. Am 30.07., also mitten im Sommer, ich hoffe, das Wetter wird mitspielen in Hannover auf der Messe. Und freue mich sehr. Ja, wobei halt selbst das Freigelände im Wesentlichen halt mit einem Dach überzogen, überstellt ist, wo halt dann auch, wenn es nicht der übelste Schlagregen ist, das auch gerade egal ist, ob das Wetter halt also schlechteres ist. Wetter ist keine Ausrede, nee, um nicht zu kommen. Gar keinen Fall. Da müsst ihr euch was Besseres einfallen ganz lassen. Genau. Also mindestens einen gelben Schein vom Arzt. Ja, finde ich aber auch. Ja, und bedenkt bitte, also wir brauchen halt ein Parkplatzticket, was gekauft werden muss. Also das kostet halt dann 25 €, was einigen auch viel erscheint, aber ey, wir haben immense Ausgaben. So ein Messegelände gibt es nicht umsonst und da wird auch einiges geboten. Also das, was wir jetzt auf der Bühne und alleine die Bühne kostet natürlich auch ein Heidengeld, halt so zustande bekommen, das ist, glaube ich, halt echt auch sein Geld wert. Und zusätzlich muss jeder von euch halt auch noch ein Personenticket haben. Das ist ein Stück weit nur Statistik. Ja, wohlgemerkt für 0 €. Im Shop haben wir halt das Parkticket und man muss halt noch ein Personenticket dazu buchen, um letztlich halt Statistik damit zu erfüllen, weil es gab halt diese Pandemie, es gibt immer noch die nicht unwahrscheinliche Situation, dass da halt irgendwie noch was passieren könnte und Auflagen erfüllbar sein müssen und deswegen wollen wir da halt auf Nummer sicher gehen, in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen. Also letztlich gehe ich davon aus, es wird keine Teilnehmerbegrenzung nach oben gehen und das dient dann im Zweifel nur unserer eigenen Statistik, aber selbst da ist es halt von Vorteil zu wissen, wie viele Personen denn jetzt tatsächlich anreisen. Better safe than sorry. Ne? Genau. Deswegen müssen wir vorbereitet sein. Das finde ich sehr gut. Von daher, ja, das sollte ja gewesen sein. Wir wollten einen kurzen Einblick geben, was sich verändert hat. Neuer Ort, noch größeres Programm, noch größere Bühne, größere Ausstellungsfläche. Alles wird größer. Deswegen, ihr seid nochmal zusätzlich gefragt, wenn ihr nicht da seid, kommt doch vorbei. Und wer sich engagieren möchte, irgendwo beteiligen möchte, irgendwo helfen möchte, in welcher Hinsicht auch immer, wir können dann vielen Stellen helfende Hände gebrauchen, schreibt einfach einen Kommentar oder eine Mail an mich, info@danzeit.de, dann leite ich das an Timo weiter, wo ihr dann noch unterstützen könnt, weil es ist ein Community-Treffen, was auch zu großen Teilen von der Community natürlich unterstützt, möglich gemacht wird. Ja, und auf der Webseite, die Nino unten verlinkt, werden halt dann auch aktuelle Informationen immer mehr folgen, also die Details der geplanten Programmpunkte, also von 11 bis 17 Uhr, 17.30 Uhr, wird es halt ein Bühnenprogramm geben. Die werden wir dann peu à peu halt auch mit Namen füllen. Im Moment stehen halt die Zeiten. Guckt euch das mal an. Und mit der Zeit wird das dann halt so rund, wie es dann zum eigentlichen Ablaufdatum sein muss. Ja, und 17.30 Uhr nicht direkt abhauen, weil es gibt noch eine Party, die ist ja hoffentlich weiterhin. Eine Party und ein Camping wird auch noch möglich sein. Ja, also das ist halt auch ein Novum. Letztlich streben wir an, das weltweit größte E-Auto-Campen im Anschluss an besagte Party zu machen. Also die Leute, die sich zutrauen, dann halt eine Nacht in ihrem E-Auto zu übernachten, können das dann halt direkt auf dem Messegelände. Wir werden im Vorfeld halt so die Parkplätze entsprechend zuordnen. Also das könnte ganz schön fett werden. Das könnte nicht, das wird richtig fett. So Timo, mehr Selbstbewusstsein ist immer noch. Ja, müssen wir dran arbeiten. Also lasst uns zusammen die Welt retten. Der Schwarm kommt nach Hannover. Natürlich nicht dieser, der bleibt schön hier am Seat & Greet und macht weiter Honig für den Backstubenbetrieb. Und ihr seid dann hoffentlich dabei. Macht's gut, schaltet wieder ein, wieder heißt Nino vom Danzai-Blog. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht die Bienen platt treten und nachher noch die Königin dich angreift. Ne? Wir brauchen dich ja noch für das Treffen. Das wäre jetzt ganz blöd, wenn der Veranstalter krank wird. Das geht auch ohne mich. Ja, du bist der König des Sexy Cars, ne? Ja, ist ja klar.